Oh, scheiße. Hallöchen, ihr Lieben, seid herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und heute nehmen wir mal wieder Clash Royale auf. Habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr hochgeladen. Naja, was heißt Ewigkeiten? Gut, Clash Royale ist jetzt noch nicht so mega lange her. Aber ich habe erst zwei Folgen hochgeladen, das hier wird die dritte. Und ja, was macht man so bei Clash Royale? Ja, ihr könnt gerne in meinen Clan kommen, ich heiße die Republik. Wir sind hier gerade zu 13, ab und zu geht King raus, dann kommt er wieder rein. Der kann sich nicht so gut entscheiden, genau wie bei Clash of Clans. Naja, also mein Clash of Clans Clan habe ich auch ein bisschen geleert, der war relativ voll. Aber darum geht es ja gar nicht. Ich muss immer schauen, ob auch die Aufnahme läuft. Nicht, dass ich denke, dass ich aufnehme und gar nicht aufnehme. Hatte ich schon öfters gehabt, ist nicht so geil. So, also öffnen wir mal diese schöne Grotto's Truhe, wo sich ein bisschen Gold, ein paar Juwelen, Sperrkobold und Koboldhütte drin sind. Also die Koboldhütte benutze ich eh nicht. Sperrkobolde sind natürlich so fast schon ein Muss in dem Deck. Finde ich zumindest. Könnt ihr anderer Meinung sein. So, und hier ist ja fast dasselbe, bis auf die Skelette. So, was haben wir hier? So, die Eisenkisten sind meistens überhaupt nicht so gut wie die Holzkisten, habe ich manchmal das Gefühl, oder gleich gut. Und die Holzkisten gibt's kostenlos. Naja, egal. Ja, ich habe gerade nicht so mega viel Gold. Ich glaube ich, gerade für die Riesen auf Level 5 ausgegeben. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass meine Musketierin einfach ultra schlecht ist. Alle haben eine Level 5er oder sogar schon Level 6er Musketierin. Und meine ist immer noch Level 4. Keine Ahnung wieso. Vielleicht, weil ich einfach die ganze Zeit keine bekomme. Kann ich gerade eine Karte? Ja, kann ich. Dann frage ich mal nach einer Musketieren. So, dann fehlen mir nur noch. Senden wir eine Spende nur noch drei. Das wäre ganz nützlich. So, wir haben keine Kisten hier unten. Das möchte ich natürlich ändern. Und deswegen, warte, ich schau mal kurz, was ist jetzt hier? Oh, gut, ein Packer. Schauen wir nach, aber ich glaube, ich habe schon alle Legendären hier von dieser Dimension, also von dieser Arena meint natürlich. So, probieren wir mal einen Kampf. Ich bin natürlich jetzt nicht so der beste Kämpfer und verliere fast jeden, aber mir macht das Spiel trotzdem irgendwie Spaß, weil es halt so ein Taktikspiel ist und... Okay, natürlich direkt gegen einen Level 8er. Und er ist sogar ein Deutscher. Ist nämlich in einem deutschen Clan drin, offenbar. Okay, kommt direkt mit einem Prinzerchen an. Würde ich sagen, machen wir einen Riesen hin. Das wird ein bisschen dauern, um den zu zerhäckseln. So, und dann noch hier oben drauf. Ja, so perfekt. Oh, er hat den Riesen direkt down. Ja. Das war ja auf jeden Fall gut. So, aber ich habe seins auch niedergemetzelt, also... niedergemetzelt, hört sich voll brutal an. So, brutal soll sich das gar nicht anhören. So, dann die Barbarians einmal hier... stampft ihn nieder, danke. Ja, das Teil ist meistens ziemlich schwer aufzuhalten, muss dann irgendwas davor setzen, was ihn halt komplett auffällt, so, ne? So, er kommt mit einer Hexe, auch nicht schlecht. Level 2, okay, ist jetzt nicht so die Monster-Hexe, aber okay. Nichts gegen eine Hexe auszurichten. Auch wenn ich momentan keine im Deck habe, weil... Also die Hexe ist ja schon relativ tanky. Aber, ich habe die Hexe nicht im Deck, weil ich finde, dass die Hexe einfach... Oh, das war, glaube ich, jetzt nicht so die klügste Lösung. Na gut, ein Schlag durfte er haben. Okay. Okay. Jetzt muss man hier... Zwischen sind halt immer diese kleinen Momente, wo man sein Elixier auffüllen muss. Und ersetzt für seinen Prinzen... Wahrscheinlich kommt gleich an. Den Minipack hat er schon auf der anderen Seite gesetzt. So. Probieren wir es mal so. Oh nein. Das Drachenbaby kommt jetzt natürlich ziemlich gut für ihn. Ah, okay, gut. Das trifft er nur auf den Riesen. Okay, mal schauen, ob der ein bisschen was reißen kann. So, das wäre natürlich super. Okay. Ja, jetzt nicht so mega viel, aber schon mal mehr als bisher. So, dann hier einmal. Zack. Nerven. Okay. Ja, relativ ausgeglichen. Ich frage mich, ob ich den Frostzauber vielleicht rausmachen sollte, weil, also der Frostzauber, der hat seine Vorteile, aber auch seine Nachteile, weil du kannst aber zwar mit Gegner einfrieren, aber wenn du 4 Elixier weniger hast, dann kannst du eigentlich schon wieder, hast schon wieder so viel verloren, dass es auch wenn sie dann wieder auftauen, hast du nicht genug Elixier, um irgendwas zu setzen. Meistens. Kommt natürlich darauf an, manchmal bist du, wenn du halt in der Doppelphase bist, Glück gehabt, wenn du in der doppelten Phase bist, dass du halt schon, doppelt so viel Elixier bekommst, dann ist natürlich, kann es natürlich günstig werden. Aber vorher ist es halt ein bisschen kompliziert. So, dann mal schauen, was wir hier machen können. Okay, er kommt mit einem Schweinerider an. Okay, der ist nicht durchgekommen, sehr gut. So, mal schauen, ob es diesmal was bringt. Okay, gut. Der Riese kommt aber gut durch. Aber ich habe den Turm nicht mit reinbekommen, leider. Aber er haut schön rein. Das freut mich natürlich. Okay, er kommt mir hier wieder mit dem Mini-Packer. Dann mache ich einmal den hier. Und dann so.
Naja, ich kann gerade nicht so viel sehen. An der Front sozusagen sind nämlich gerade die Schrift. So, jetzt geht's wieder. Ah ja, gut, die Pfeile, die reißen in solchen Situationen natürlich immer gut rein. Aber vielleicht ist das unser Sieg hier. Na, okay, komm. Ich hasse das zwar, wenn man mir Pfeile schickt auf so einen Turm, aber muss sein. Sorry. Ja, gutes Spiel. Hier, komm. So ein lächelnden Smiley, der tut irgendwie immer gut. Und eine Goldküste gegangen. Sehr schön. Haben wir den Rathausachter, sage ich schon. Den Level-8er doch noch klein gekriegt. Ja, man kann die Level auch relativ gut mit den Rathausleveln aus Clash of Clans vergleichen, so. Man könnte auch sagen, so die Arenen sind so wie die Level, aber man kann halt auch wieder Arenen zurückfallen. Das geht halt bei den Level nicht. Und deswegen kann man es ganz gut vergleichen, finde ich. Barbaren ist ja bei Clash of Clans das erste, was man bekommt. Und hier kriegt man Barbaren erst, also relativ spät. Okidoki. Ja gut, eine Hexe, die macht natürlich immer gut Damage bei so einem, bei so einer Lakaienhorde, wollte ich sagen. Okay, hier, here it goes. Aber hier mal ganz schnell. Komm mal, jetzt müsst ihr euch beilen. So lange hält der Trank nicht. Okay, die Hexe ist jetzt nicht so mega gefährlich, die macht nicht viel Damage. Ist halt tanky im Sinne von, und macht, schafft ihn auch gut, sehr schön. Ist halt tanky, hat viel Leben, aber macht nicht viel Damage. Okay. Das sieht ganz gut aus bisher. Manchmal sind so Leute, die halt so mit Level 6 in Arena 4 sind oder sogar schon mit Level 5. Die sind dann meistens ziemlich gut, weil die eine ziemlich gute Taktik haben, mit der sie halt gut hochrushen können und einen auseinandernehmen können. Oh, ich glaube, das war dumm. Jetzt schickt er wahrscheinlich Pfeile. Oder eine andere, da keine Rolle. Come on, sehr schön. Ja, noch ein, zwei Schüsse reingewirkt, sehr schön. Okay, dann mal wieder ein bisschen das Elixier aufladen lassen. Bisher sieht ganz okay aus, aber das Blatt kann sich auch relativ schnell wenden. Das gibt's ja immer mal. Okay, gut, dann ist es wieder voll. Ich lasse ungern voll laufen, also dass es komplett voll ist. Okay, er kommt mit einem Riesen an. Da müssen wir natürlich Abwehren annehmen, ist ja. Wenn man so ganz viel kleinen Kram setzt, dann sind die Gegner oft dazu geneigt, auch mal eine Truppe zu setzen, die das Ganze dann ganz schnell löst. Schnell. Dankeschön. Und dann zack. So läuft. Dann hier. Und mal schauen, ob wir die Zone auch reißen können. Okay, gut, er kommt auch mit Barbaren. Mal schauen, wie es aussieht. Offenbar hat er keine Pfeile im Deck, also glaube ich mal. Okay, gut, das sieht aus, als ob ich jetzt gewinnen würde. Natürlich ist noch nichts entschieden, aber ich glaube, er hat keine Pfeile im Deck. Also Pfeile sollte man eigentlich immer im Deck haben. Denn wenn dann da keine Horde kommt, also dann hat man eigentlich keine Chancen mehr, wenn man nicht zufällig irgendwas anderes hat, was man schnell platzieren kann. Okay, war ein gutes Spiel. GG. Okay, zwei Kämpfe und wieder eine Silbertruhe diesmal. Ist ganz nice gewesen, der Kampf. Dann öffne ich natürlich erstmal hier die Goldkiste und sind schön 20 Karten drin. Hier sind nur 6 drin. Ja, die Silberkisten sind eigentlich relativ schlecht. Einen Kampf probieren wir noch. Vielleicht schaffen wir ja sogar noch die neunte Krone. Also, mal schauen, ob das klappt. So, okay, das scheint so ein Spammer zu sein. Gegen Spammer habe ich was. Kann ich nicht leiden. Okay, dann, probieren wir es mal mit einem Riesen. Okay, er wird wahrscheinlich gerade Elixier volllaufen lassen, wenn er es nicht schon voll hat. Okay, jetzt geht's los. Okay, wir hauen ein bisschen drauf. Ja, okay, das ist eindeutig ein Spammer. Come on, schön reinlaufen, danke. Oh nein, das war... Nicht hauen, okay. Kann ich erstmal vielleicht ein bisschen... Okay, ja, Spammer ist eine gefährliche Sache. Wenn man kein Bombenturm im Deck hat, dann kann Spammer einen ganz schön reinreißen. Ja, das ist eindeutig ein Spammer. Okay, mal schauen.
dann kommt er ja schon mit dem nächsten. Also die knallt immer einen mit einem Schuss weg schon, das ist gut. Ja, und die Barbaren haben natürlich viele Leben, da muss man ordentlich lange drauf prügeln, bis die dann kaputt sind. Und dann hier nochmal ein bisschen reinhauen. Okay, gut, das ist nur eine Level 1, aber das ist ja schon ziemlich anstrengend dann. Okay, gut, der hat meinen ersten Tower, das wird wahrscheinlich nichts. Okay, ja, es wäre ein Bombenturm günstig, ne? Vielleicht tausche ich auch den Dings da, den Dings da, den Frostzauber gegen einen, gegen, manchmal vergesse ich einfach mitten in meinem Satz, was ich sagen möchte, gegen Bombenturm aus, weil dann kann man sich auch immer gut gegen Spammer wehren. Das wäre, glaube ich, gar nicht so mega dumm. Ja, oder ich nehme eine Valkyrie mit rein, die kann auch helfen. Okay, dann hier noch dich mal. Okay, gut, ja, dann kommt er mit der Reach an. Probieren wir mal so viel, wie es geht, zu freezen. Okay, jetzt hat er gerade keine Hütten mehr, aber das dauert nicht lange. Ah, hab ich schon gewundert, wo die Pfeile bleiben. Naja, gut. Ja, das sieht ja gerade relativ schlecht aus. So. Zack, zack, zack. Da die Hütte einmal einreißen. Also mein Hauptturm kriegt er nicht, das kann ich ihm schon mal versprechen. 10, also 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Gut, gut, 3 Kämpfe gemacht, 2 gewonnen, 1 verloren, ist relativ gut. Ja, dann würde ich mal sagen, das war's soweit mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über eine Postbewertung freuen. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und da würde ich mal sagen, macht's gut, haut rein.